Greetings to everyone in Bogota. Grüße an alle in Bogota beim Neutralitätskongress. Mein Name ist Pascal Lothar. Ich bin außerordentlicher Professor für Neutralitätsstudien an der Universität Kyoto im weit entfernten Japan. Ich gratuliere Ihnen allen, dass Sie sich versammelt haben, um über dieses äußerst wichtige und zeitgemäße Thema zu diskutieren, das so viel Potenzial hat, den Frieden zu unterstützen. Ich wurde gebeten, über die Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen sowie die Vor- und Nachteile der Neutralität zu sprechen. Obwohl ich gerne 2, 3 oder 4 Stunden über dieses Thema sprechen würde, werde ich alles, was ich zu sagen habe, in 5 Minuten zusammenfassen. Denn es gibt wirklich nur eine Sache, die Sie verstehen müssen, um dann alle Probleme und Chancen der Neutralität selbst ableiten zu können. Sie müssen nur verstehen, was es bedeutet, neutral zu sein. Und gehen Sie nicht in die Geschichte. And don't go to history, don't go to law, don't look at policies of individual countries. Gehen Sie nicht vor Gericht. Schauen Sie nicht auf die Politik einzelner Länder. Verstehen Sie einfach die grundlegende Logik der Neutralität. Neutral zu sein bedeutet nicht, nichts zu tun. Es bedeutet meist das Gegenteil. Man muss oft viel tun, um eine unabhängige Position zu bewahren. Also, konzeptionell gesprochen, ist Neutralität eine Reaktion auf Konflikte. Es ist eine Antwort auf Konflikte in der einen oder anderen Weise. Damit meine ich, dass die Logik der Neutralität dies diktiert. Ein häufiger Fehler ist zu denken, dass Neutrale, wenn es einen Konflikt gibt, sei es zwischen Ländern, 2 Personen oder Organisationen, zwischen Kriegspartei 1 und Kriegspartei 2, einfach in der Mitte sitzen. Es wird oft als Waage dargestellt, mit der neutralen Partei in der Mitte, die beide Seiten ausbalanciert. Dies ist ein irreführendes Bild. Denken Sie stattdessen an Neutralität als den 3. Punkt in einem Dreieck, wo der Konflikt zwischen den Kriegsparteien unabhängig von der Anwesenheit des Neutralen weitergeht. Wenn eine neutrale Partei mit beiden Kriegsparteien interagiert, bedeutet das, dass der Neutrale selbst in Frieden ist oder zumindest nicht in Konflikt steht. Jedoch ist es während eines Krieges eine komplexe Position, mit denen in Frieden zu sein, die miteinander im Krieg sind. Daher ist die Neutralität eines neutralen Akteurs eine nachrangige Überlegung. Es gibt Frieden zwischen der neutralen Partei und den Kriegführenden. Und dann gibt es einen Krieg zwischen den Kriegführenden. Die Neutralität des neutralen Akteurs ist immer auf den Konflikt gerichtet. Deshalb ist der Konflikt primär. Wenn es keinen Konflikt gibt, gibt es nichts, wozu man neutral sein könnte. Der neutrale Akteur ist nicht neutral gegenüber den Kriegführenden. Er ist neutral gegenüber dem Konflikt. Der neutrale Akteur wird versuchen, eine normale, friedliche Beziehung zu den Kriegführenden aufrechtzuerhalten. Das bedeutet auch, dass der neutrale Akteur tatsächlich nicht Teil des primären Konflikts ist, sondern Teil der gesamten Konfliktkonstellation. Er ist irgendwie mit dem laufenden Konflikt verbunden, obwohl er nicht direkt daran beteiligt ist. Stellen Sie sich vor, wie Sie reagieren würden, wenn es einen Mann auf dem Mond gäbe. Wenn dieser Mann auf der fernen Seite des Mondes säße, hinaus in die Leere des Universums blickend, ohne Kenntnis von Russland, der Ukraine oder dem Krieg zwischen ihnen. Wir würden diese Person, diesen Mann auf dem Mond, nicht als neutralen Akteur betrachten. Indem er nichts über den Konflikt weiß, wäre er einfach außerhalb von allem, aber nicht neutral. Um neutral zu sein, muss man sich des Konflikts bewusst sein und eine Haltung eingenommen haben. Diese Haltung ist persönlich und unabhängig von den Positionen der Kriegsparteien. Wenn Sie sich mit einer der Kriegsparteien identifizieren, dann sind Sie nicht neutral. Dann wirst du ein Verbündeter und wirst kämpfen. Laut Thukydides sind neutrale Freunde aller und Feinde von niemandem. Oder, um es in modernen Begriffen auszudrücken, es ist, als würde man auf sozialen Medien sagen, dass etwas Hash nicht mein Krieg ist. Das bedeutet, ich werde auf meiner eigenen Seite bleiben und meine Politik selbst wählen. Daraus können wir alle folgenden Probleme ableiten. Ohne Konflikt gibt es keine Neutralität. Das impliziert, dass du, wenn du ein überzeugter Neutralist bist,
die Existenz von Konflikten und Kriegen anerkennst, aber wählst, dich nicht mit dem Konflikt zu beschäftigen oder eine Seite zu wählen. Stattdessen bleibst du auf deiner eigenen Seite. Das bedeutet auch, dass Neutralität die Fortsetzung friedlicher Beziehungen ermöglicht, während sie die Existenz von Konflikten anerkennt. Neutrale in einem Konflikt werden oft von beiden Seiten kritisiert. Jede Seite wird fragen, warum die neutrale Partei sie nicht unterstützt, was impliziert, dass die Nicht-Unterstützung einer Seite die Unterstützung der anderen bedeutet. Als Ergebnis werden Neutrale nie als auf der Gewinnerseite eines Krieges angesehen. Wenn jedoch die Neutralität effektiv aufrechterhalten wird, vermeiden sie auch, auf der Verliererseite zu sein. Trotzdem werden Neutrale von niemandem bevorzugt, weil sie nicht an Kriegen teilnehmen. Letztendlich gewinnt eine Seite, und die Sieger könnten den Neutralen vorwerfen, sie hätten sich mit ihnen verbünden sollen. Folglich müssen Neutrale ständig ihre Haltung verteidigen. Aber in den Worten von Herrn von Clausewitz, einem berühmten Realisten, wenn Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann ist Neutralität die Fortsetzung der Politik mit denselben Mitteln. Das bedeutet, dass man in der Diplomatie engagiert bleibt, ohne in den Krieg zu ziehen. Man vermeidet es, in die Falle zu tappen, eine Erzählung über eine andere zu stellen. Daraus ergeben sich Chancen und Risiken. Denken Sie selbst darüber nach. Behalten Sie im Kopf, dass Sie nicht zwischen den Kriegsparteien stehen. Sie sind der dritte Teil eines Dreiecks. Sie versuchen, das zu tun, was für Sie gut ist und hoffentlich auch, was für den Planeten gut ist.